Ja, herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich mache heute nochmal eine Version von Was mache ich, wenn es brennt? Und zwar diesmal für erwachsene Leute. Ich habe das letztes Mal für Grundschulkinder erklärt. Ich möchte diese selbe Präsentation etwas mehr für Leute erklären, die das natürlich ein bisschen mehr verstehen. Und dann kann ich ein bisschen weiter ausholen. Was mache ich, wenn es brennt? Man muss dazu wissen, dass statistisch jährlich in Deutschland circa wie viele Menschen ums Leben kommen bei Brand? 300, okay? Und man schätzt, dass circa 200 davon bereits schon tot waren, bevor das Feuer kam. Und deshalb werden wir jetzt auch gleich mal darüber reden, wie gefährlich giftige Gase sind. Kohlenmonoxid, falls ihr schon mal gehört habt, ist da einer der Übeltäter, die uns da ganz viel Kummer bereiten können. Und ich möchte, dass ihr versteht, wie ihr euch davor schützen könnt und warum das so gefährlich ist. Und da gibt es diese Präsentation, die ich einfach relativ einfach finde. Und schaut es euch mal ganz kurz an, nehmt euch die Zeit, weil das ist extrem wichtig, dass ihr das wisst. Wirklich extrem wichtig. Okay, wir steigen jetzt ein, los geht's. Ja, was mache ich, wenn es brennt? Oh Gott. Zum einen empfehle ich erstmal gleich vorweg, bevor ihr gleich wegklickt, beschafft euch bitte Rauchmelder für die, die es noch nicht haben. Die kosten wirklich nicht viel. Die werden an der Decke geschraubt und natürlich am höchsten Punkt, weil wenn es raucht in der Wohnung, es brennt, zieht der Rauch nach oben. Die giftigen Gase ziehen nach oben und der Rauchmelder löst aus. Der löst aus, dass ihr es garantiert hört. Nachteil von so einem Rauchmelder ist, wenn die Batterie alle ist, hat man mal so einen ersten Eindruck, was passiert, wenn du so ein Ding auslöst. Es ist nämlich höllisch laut. Ne? Dann macht es einen Ton, da wird jeder wach. Okay, Rauchmelder. Ich empfehle im Schlafzimmer welche anzubringen, weil die meisten, viele von diesen, die ich gerade aufgezählt habe, die ums Leben kommen, sterben im Schlaf. Die merken gar nicht, dass es qualmt. Kein Rauchmelder. Die atmen die giftigen Gase ein, 3, 4, 5 Züge und sind auf dem Weg zu Petrus. Ne? So. Gut, die gute Nachricht ist, die merken nicht mehr, wenn das Feuer kommt, aber es ist natürlich schade, wir wollen natürlich nicht, dass jemand ums Leben kommt. Ne? Das ist ganz schlimm, deshalb Rauchmelder, Rauchmelder, Rauchmelder. Nicht in der Küche, zu viel Fehlalarm. Und es gibt auch nicht nur Rauchmelder, ich empfehle für Leute, die einen Bauwagen haben, die gucken sich jetzt bitte mit dem Kohlenmonoxid auch an, die so einen Kachelofen haben oder womöglich einen Bauwagen grillen. Kohlenmonoxid-Warnmelder gibt es auch, die kann man sich auch platzieren. In einer gewissen Höhe, wo man sagt, okay, wenn ab hier zu viel Kohlenmonoxid kommt, dann möchte ich bitte gewarnt werden, weil einem wird schummrig, man macht einen Atemzug und man ist weg. So, ziemlich bald dahin. Okay, wir spielen mal kurz eine Situation durch. Klar, wenn ein Brand entsteht, gerade am Anfang, da kommt ein schwarzer Qualm, widerlicher Qualm, der zieht nach oben. Das heißt, ich könnte sagen, krabbeln, möglichst flach gehen. Okay, ja, kann man machen. Ich würde sagen, Luft anhalten, weil so groß sind die Häuser nicht. Packen, was zu packen ist und raus. Darüber reden wir auch gleich noch. Natürlich als erstes Menschen und vielleicht das Haustier nicht vergessen. Ne? Die Katze, der Hund. Okay, schnellstens raus, keine Heldentaten. Und wenn Rauch kommt, ist es schlecht. Wichtig ist, Fenster und Türen zu. Man kann es ein bisschen rauszögern, wenn man alles zumacht, okay? Und jetzt zeige ich nochmal ganz kurz was, eine Kleinigkeit auch nochmal vorweg, für die nicht durchhalten können, was auch wichtig ist, wenn man Kinder hat im Haus, wie man die Kinderzimmer kennzeichnen kann. Los geht's. Wir haben hier so ganz viel Kinderfeinder. Ich komme mal kurz dicht dran. So sieht das aus. Kinderfeinder, die kann man das sind Aufkleber. Diese Kinderfeinder kann man unten an der Kinderzimmertür kleben, natürlich nur an der Kinderzimmertür, von außen, damit, falls mal die Feuerwehr rein muss und die Personensuche macht, sollen sie natürlich die Kinder als erstes finden. Und wir halten Ausschau nach diesen Aufklebern. Die Zimmer, die diese Aufkleber haben, werden von uns als erstes durchsucht und hoffentlich die Kinder gerettet, falls da noch welche drin sein sollen. Okay? Kinderfeinder gibt es kostenlos eigentlich. Mal fragen bei der eigenen Versicherung oder so, gibt es bestimmt was, wo man was bekommen kann. Kinderfeinder, wichtig. So, Türen zu, Fenster zu. Verschafft Zeit, dass sich der Brand nicht so schnell entwickelt. Das, was der Brand braucht, ist Sauerstoff, damit er richtig abgehen kann. Das wollen wir verhindern. Da sind wir auch mal fies und sagen, du kriegst möglichst wenig Sauerstoff.
Also Türen zu, Fenster zulassen. Und bitte keine hellen Taten und raus. So, wir gehen jetzt mal die Situation durch. Angenommen, es brennt hinter einer verschlossenen Tür. Wir wissen, da drin in der Küche, sag ich mal, brennt, Küchentür zu. So, was machen wir jetzt? Natürlich Feuerwehr rufen. 112, für die es noch nicht wussten. Und in den meisten Fällen kommt dann die Freiwillige Feuerwehr. Okay, so. 112, wenn man da anruft, das kann man auch meistens mit dem Handy machen, auch wegen da draußen, ne, raus. Aber je früher man natürlich 112 anruft, desto schneller kann man eventuell nochmal hoffen, dass je früher diese Feuerwehr gerufen wird, desto schneller kann auch geholfen werden. Ne? Also nicht erst entspannt raus, natürlich erstmal in Sicherheit bringen, aber möglichst zeitnah die 112 anrufen. Dann kommt die Feuerwehr. Kurz zur Erklärung, was ist die Feuerwehr? Die Freiwillige Feuerwehr? Ja, freiwillig, ne, da geht's schon los. Viele wissen gar nicht, dass die Freiwillige Feuerwehr im Ort die ist, die bei den Einsätzen tätig ist. Ich komme aus einem kleinen Ort, wir machen mal viel Feuerwehr, üben sehr viel, sind auch ziemlich gute Truppe, behaupte ich mal. So, nur ich bin mir nicht sicher, und das haben wir manchmal so lustig bei auf manchen Feiern, die Leute wissen gar nicht, wenn es brennt, dass die Feuerwehr auch die ist, die kommt. Die Bekannten, die Nachbarn kommen. Ne? Da kommt nicht irgendeine, ja, ich sag mal, Superfeuerwehr, nenne ich es mal, also oder irgendeine Feuerwehr, die man sonst nie sieht und die nur zu Einsätzen vorbeifährt, irgendeine Berufsfeuerwehr, die nur darauf wartet, in den nächsten Ort eine halbe Stunde entfernt hinzufahren. Nein, das ist nicht der Fall. Es kommt die Feuerwehr aus dem Ort. Das ist meistens in vielen Fällen eine Freiwillige, okay? Die sind zwar auch super, das ist eine super Feuerwehr in jedem Ort. Bei uns hier, die Nachbarortswehren, die ich kenne, ist keiner dabei, wo ich sage, das sind alles Top-Truppen. Ne? Da kann ich sagen, kann man sehr beruhigt sein. Das ist egal, wo ich bis jetzt war, auch als Feuerwehrwilli, bin ich total begeistert, wie fit alle sind. Ne? Da mache ich keinem was vor. Aber die Freiwillige Feuerwehr im Ort ist die, die vorbeikommt. Das ist auch gut so, weil die wissen ganz genau, Vorsicht, in der Garage sollten wir aufpassen, da gibt es Sachen, die könnten vielleicht etwas lauter knallen oder sowas. Ne? Also die, oder das Wasser da ist, kann man auch da noch kriegen. Diese örtlichen Besonderheiten, die kann nur jemand aus dem eigenen Ort wissen. Deshalb bin ich auch immer dafür, dass die eigenen Ortsfeuerwehren natürlich auch immer Bestand haben, weil im wirklichen Einsatzfall, wenn es ernst ist, sind das die Leute, die am besten helfen können. Ne? Okay. Gut, also die Freiwillige Feuerwehr kommt. Deine Nachbarn, die Hübsche, die Nette, der Hässliche, der Große, der Kleine, der da hinten wohnt, das sind die Leute, die zu deinem Einsatz kommen in deinem Ort. Okay? Ganz normalen Menschen, ne, mit einem Hobby, dich, uns alle zu schützen. Okay? Sehr sozial engagierte Leute. Ich sehe jetzt mal einen gesunden Tick, wenn man in der Feuerwehr ist, weil das viel Zeit auch kostet, aber es lohnt sich und das ist halt die Berufung, die jeder Einzelne hat. Okay? Ganz toll. Und man kann auch ruhig mal dem freiwilligen Feuerwehrmann sagen, finde ich toll, dass du das machst. Ne? Das System schließt sich, aber nicht jeder kann aktiv sein. Ne? Also nicht jeder kann freiwillig aktiv sein, auch zeitlich. Und die sind dann dafür ein Förderverein und unterstützen einfach. Das ist ja auch, das gehört alles dazu. Oder wenn man sagt, kann ich sonst irgendwie mal was helfen oder mal vorbeikommen oder wenn ihr eine Feier habt, euch bewirten mit oder was weiß ich. Das ist, gibt uns auf dem Dorf hier so viele schöne Reaktionen, wo irgendwie, auch wenn die nicht aktiv sind, trotzdem aktiv irgendwie mit dabei sind. Die helfen, dass die Kameradschaft Spaß macht, dass man Freude am Dienst hat. Und unterstützen einen, stärken einen auch den Rücken. Ne? Also besonderen Dank hier an meine aus meinem Ort, wo ich immer merke, dass man da volle Unterstützung hat. Das ist super klasse. Ne? Okay. Nochmal zurück zum Brand. Wir nehmen es mal kurz an, es ist noch kein Qualm, beziehungsweise kein Feuer, was einen direkt gefährden kann. Ich will mich auf eine besondere Sache hinaus. Stellt euch mal vor, alle Personen und Tiere sind außer Gefahr, man ist jetzt noch allein in der Wohnung. Oder am Haus. So. Das heißt, es ist nicht voller Qualm und man ist erstmal nicht direkt in Gefahr. Und das Feuer ist jetzt irgendwo in der Ecke, wo es jetzt erstmal noch nicht mega stört. Und jetzt kommt meine besondere Frage, um irgendwas bei dir jetzt auszulösen, was dich vielleicht noch ein paar Tage beschäftigen wird. Okay, bist du bereit? Ich frage dich jetzt gleich was und du hast 10 Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Ich lasse dir gleich eine Uhr laufen. Es brennt und es kann sein, dass du in dieses Haus nie wieder reinkommst. Du hast jetzt gleich 10 Sekunden Zeit und du sagst dir jetzt mal laut vor, was nimmst du mit und wo liegt es? 6, 5,
4, 3, 2, 1, aus. 10 Sekunden vorbei. Das würde mich gewisserweise auch interessieren und irgendwie aber auch nicht. Ne, meine Botschaft ist jetzt, wahrscheinlich kamen mir so die Antworten wie Fotoalben, Rentenunterlagen, wichtige Dateien auf dem PC. Was mache ich? PC aus dem Fenster schmeißen vielleicht? Gar nicht schlecht. Finanzunterlagen, was weiß ich? Deshalb ist meine Botschaft an dich ganz persönlich, dass du dir bitte mal Gedanken machst, heute, vielleicht auch morgen, aber bitte auch nicht viel später, wie kann ich vielleicht alles mal zusammenlegen? Ne? Oder vielleicht mal alles in den Keller runterpacken? Kann aber auch sein, dass es mal Rohrbruch gibt. Wir hatten auch schon mal einen Rohrbruch bei uns, da war das Wasser so hoch. Und da lagen die Fotoalben im Keller. Das sah nicht schön aus danach. Vielleicht Dateien duplizieren, Kopien erstellen und die irgendwo anders bei Verwandten lagern, eine Festplatte oder so. Nur Ansätze, mal Gedanken machen, weil besser jetzt als später. Ne? Und was ist wirklich nicht mehr wieder zu ersetzen hinterher? Deshalb bitte vorher Unterlagen kopieren, Backups erstellen, wichtige Sachen sammeln, vielleicht einen Korb oder von mir aus in einen Tresor und passend lagern, okay? So. Das war jetzt erstmal das, was ich sagen wollte, zu dem, wo man sich einen Brandgedanken machen sollte. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, was ganz wichtig ist. Warum ist CO, Kohlenmonoxid, nur ein, Mono, warum ist Kohlenmonoxid so gefährlich?